lassen wir es mal fliegen hier. An der T13. Also er lenkt hinten schon mal schön mit, das merkt man, einlenken. Sehr präzise die Lenkung. Die Kerbs nehmen wir nicht mit. Ja, Klangverbot ist ja sensationell. Jetzt fahren wir mit 6. Gang, 2,30 Sprunggrübel vorm Schwedenkreuz. Das ist ein 6. Gang drin. Traktion ist sehr gut. Wir stürzen uns hier die Fuchsröhre runter. Hier in der Senke Kompression und in Adenauer Forst. Turbo-Gedenksekunde bleibt aus. Auf Metzgersfeld zu. Nah an die Kerbs. Bei den Kerbs vorbei. Sehr anstrengend hier, das Stück. Hier leichtes Schieben über die Vorderräder. Bergwerk. Der Motor reagiert sehr auf Gaspedalbewegung, also sehr feinfühlig, was jetzt mit Ladedruckveränderung, was jetzt im Kurvengrenzbereich manchmal ein bisschen Nervosität hervorruft. Aber das ist wohl eine Gewöhnungssache. Mutkurve. Heck lenkt schön mit. Karussell,
Hier regelt das ABS. Es kann hier keiner ABS als normale finden, was man da macht, ne? Auffahrt Tour 8. Also man muss sehr ruhig mit dem Gaspedal umgehen. Das dankt er mit einer schönen, sauberen Linie. Sonst kommt ein bisschen Nervosität rein. Was aber beim Fronttriebler dieser Leistungsklasse nur kein Wunder ist. Antriebseinfluss in der Lenkung nicht vorhanden. Nicht spürbar vorhanden. Unter Last schöne Traktion. Er wandert auch nicht nach außen. Was viele Fronttriebler tun, weil sie am Kurveninneren Rad Traktion verlieren, aber dank der Sperre funktioniert das hier sehr gut. Tolle Traktion. Pflanzgarten, Achtung, Wupp. Und der große Sprunghügel. Und die Dettinger Höhe. Und jetzt wird's spannend. Unter der Brücke her. Vollgas, kein Problem. In die Senke rein. Leicht die Bremse getippt und hier durchzielen. Und da sind wir wieder. So, erster Eindruck von der Runde Nordschleife. Motor hat richtig was im Strumpf, spricht sehr spontan an. Also ich würde mal sagen, Schaltdrehzahl ist hier bei diesem Motor bei 6000, nicht später, eher ein bisschen früher. Bremse macht einen sehr guten Eindruck, Fading unempfindlich. Bis im Moment, Schaltung ist sehr direkt. Antriebseinflüsse äußerst gering. Auch mit den gefahrenen Toyo Sportreifen hier. Er ist ein bisschen empfindlich auf die Lastwechsel. Das hat aber was mit dem Ansprechverhalten des Motors zu tun. Er hängt unglaublich sensibel am Gas. Und dadurch, wenn man kleine Gaspedalbewegungen hat, weil man etwa zu schnell ist in der Kurve oder so, dann kriegt man schon ein bisschen Bewegung rein. Hat aber auch damit zu tun, dass es ein sehr agiles, eine agile Abstimmung auch auf der Hinterachse hat, das Auto. Man kann förmlich sagen, er lenkt hinten ein bisschen mit, was jetzt Anfänger, die das erste Mal im Grenzbereich sich bewegen, erschrecken könnte. Für Profis ist es genau die richtige Art und Weise, wie ein Fronttriebler fahren müsste. Also summa summarum bislang ein wirklich tolles Resultat.